Das war es, meine Damen und Herren. Ein großer Schritt für die Wissenschaft, doch nur ein kleiner für das Fernsehen. Denn was als die spektakulärste Weltraumunternehmung seit der Mondlandung angekündigt wurde, war bei näherem Hinsehen wenig mehr als die Aneinanderreihung von ein zwar paar recht bunten, sonst aber kaum sehr erhellenden Computergrafiken. Und schiefgegangen ist es zum Schluss auch noch. Denn nur bis auf 1500 statt bis auf 500 Kilometer kam die Raumsonde Giotto an den Kern des Kometen Halley heran, ehe heute Morgen um 1.10 Uhr Ortszeit Kamera und Übertragungssystem im Teilchenbombardement des dampfsprühenden Himmelskörpers vorübergehend ihren Geist aufgaben. Die ESOC-Mannschaft im Darmstädter Kontrollzentrum ratlos. Zu einer ersten vorsichtigen Bilanzierung begrüßen wir heute Abend im Weltraumstudio der ARD zwei der Wissenschaftler, von denen wir uns ein paar weitergehende Ergebnisse und Erkenntnisse versprechen dürfen. Es sind Dr. Horst Uwe Keller vom Max-Planck-Institut für Aeronomie in Lindau-Harz. Er ist verantwortlich für die Multicolor-Kamera, der wir die Giotto-Bilder verdanken. Und Professor Dr. Hugo Fechtig vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg, aus dem zwei weitere wichtige Experimente stammen. Doch zunächst möchte ich meinen Kollegen Hermann Michael Hahn für alle die, die sich die Nacht des Kometen nicht mit Giotto und Halley um die Ohren geschlagen haben, um ein kurzes Protokoll des Rendezvous bitten, so wie er es vor Ort erlebte. Ja, am besten beginnen wir vielleicht da, wo wir uns gestern von Ihnen, meine lieben Zuschauer, verabschiedet haben. Das war gegen 21 Uhr, als die Sonde noch etwa 1 Million Kilometer vom Kometen Halley entfernt war. Diese Grafik hier am Anfang zeigt sehr deutlich, wie schnell die Sonde sich bewegt. Bei jedem 5-Sekunden-Wechsel sind das gleich einige 100 Kilometer gewesen. Hier sehen wir einen Blick in den Kontrollraum, in dem die Daten ankamen. Zu dem Zeitpunkt, etwa 9 Uhr, war noch relativ Ruhe hier bei der Kamera und dem Team dort, denn die Mannschaft hatte gerade erst die Kamera eingeschaltet. Man wartete auf die ersten Bilder vom Kometen Giotto. Und weil man zumindest schon mal ein bisschen zeigen wollte, blendete man zunächst die Bilder ein, die Giotto am Tag oder an den Tagen davor übermittelt hatte. Zuerst ein erster Versuch Anfang März noch, hier 4. 5. März, als die sowjetischen Raumsonden schon in die Nähe des Kometen gekommen waren, konnte Giotto den Kometen ganz schwach aus einer sehr großen Entfernung noch erkennen. Ein paar Tage später war er schon unübersehbar auf diesem Bild hier deutlich zu erkennen. Schauen wir uns einmal an, wie die Bilder aufgebaut werden, die dann ein wenig später einliefen. Das waren Bilder, die zunächst in einzelnen Farben übermittelt wurden und von dem Rechner zu Farbbildern zusammengesetzt wurden, allerdings auch gleich umgesetzt. Denn die blassen Helligkeitsunterschiede, die bei einem Realfoto zu erkennen gewesen wären, konnte man durch den Rechner optimal verstärken, sodass also Kontraste wesentlich besser hervortreten auf diesen Falschfarbenbildern, als das bei dem Normalbild schwarz-weiß möglich wäre. Man kann sehr schön sehen, wie es dort Kontraste gibt. Kontrast auch gleich im Bild. Die VIPs, die wichtigen, very important persons, die in Darmstadt zusammengekommen waren, sie saßen an Tischen und ließen sich informieren über das, was da in 150 Millionen Kilometern Entfernung ablief, während die Wissenschaftler in ihren Räumen dem Ergebnis entgegenfieberten.
Die ESA hatte ein umfangreiches Informationsprogramm vorbereitet, das unter anderem auch ständig über den gegenwärtigen Stand berichtete. Hier wieder ein Blick in den Kontrollraum. Wir sind ein Stückchen später, ein bisschen näher am Kometen, noch 783.000 Kilometer, fast doppelte Entfernung Erde-Mond noch und nur 3 Stunden etwa noch bis zum Encounter. Der Countdown läuft. Encounter ist die Begegnung der beiden, ne? Richtig, das ist der nächste Punkt, die Begegnung, die um 1.02 Uhr stattfinden sollte. Wieder ein Blick in den Kontrollraum. Um diese Zeit waren die Plasmaphysiker, die am meisten zu tun hatten, noch außerhalb des eigentlichen Einflussbereiches vom Kometen. Warteten sie eigentlich darauf, die ersten Teilchen des Kometen und die Wechselwirkung zwischen diesen Teilchen und dem zu beobachten, was der Sonnenwind auf diese Teilchen ausüben kann. Das sind Zählraten hier von Teilchen, energiereichen Elektronen und Protonen, die dort gemessen werden und dann in dieser Farbgrafik sichtbar gemacht werden. Der Computer ermöglicht heutzutage die Darstellung von allen unsichtbaren Dingen und erleichtert damit die Interpretation den Wissenschaftlern ganz gewaltig, im Gegensatz zu solchen Zahlenkolonnen, wie wir sie hier auf dem Monitor sehen. Alles Teilchen, die vom Kometen kommen oder auch Sonnen? Windteilchen. Ich nehme an, dass es sich dabei um beides gehandelt hat. Man kann sie aber an den verschiedenen Energien erkennen und unterscheiden. Ergänzend dazu wurden natürlich auch Magnetfeldmessungen gemacht und Messungen von Teilchen, die neutral, also ohne elektrische Ladung dort herumschwirren, die dann mehr vom Kometen selber stammen. Und wieder ein Sprung weiter, noch 500.000 Kilometer knapp. Etwas mehr als 2 Stunden bis zur Begegnung. Es hatten sich über 150 Journalisten in Darmstadt versammelt, die darauf warteten, über die Ergebnisse und die Daten informiert zu werden. Aber das ESA-Programm sah zunächst einmal vor, die internationale Einflechtung des Giotto-Projektes ein bisschen herauszustellen. Wir haben hier einen Blick in das russische Empfangszentrum, wo ja am 6. und am 9. März die sowjetischen Raumsonden ihre Fotos vom Kometen Halley ablieferten. Auch sie hatten eine ähnliche Kamera an Bord wie Giotto. Die Bilder gleichen sich in gewisser Weise. Allerdings die sowjetischen Sonden sind nicht so nahe an den Kometen herangekommen wie die europäische Sonde. Wie nahe? Etwa 8.000 Kilometer, also ungefähr mehr als das 15-fache. Aus den Daten, die die Raumsonden, die russischen, übermittelten, aber auch aus den Daten, die von irdischen Beobachtungen des Kometen Halley gewonnen wurden, konnte man die Bahn des Kometen und damit die Position zum erwarteten Zeitpunkt der Begegnung zwischen Giotto und Komet Halley sehr genau vorausberechnen. Man hatte ursprünglich mit einer Genauigkeit von etwa 500, 600 Kilometer oder sogar noch etwas mehr rechnen müssen und konnte das durch diese unterstützenden Beobachtungen hier beispielsweise von der europäischen Südsternwarte auf dem chilenischen Berg La Silla diese Ungenauigkeit wesentlich reduzieren. Man hat zuletzt Giotto mit einer Punktgenauigkeit von 40 Kilometern an den Kometen heranführen können und das über eine Entfernung von, ja, die Flugbahn belief sich auf etwa 700 Millionen Kilometer. Hier wieder das Bild, was das Teleskop auf der La Silla aufgenommen hat. Auch das wurde elektronisch ausgewertet, um die mögliche Position des Kometenkerns, der auf diesem Bild natürlich gar nicht zu sehen ist, um diese mögliche Position so genau wie eben nur möglich einkreisen zu können. Denn es wäre schon eine herbe Enttäuschung gewesen, wenn Giotto eine größere Entfernung hätte nehmen müssen. Wieder ein Sprung nach vorne. Noch 5 Minuten trennen uns vom Ereignis und die Spannung steigt. Jetzt werden wir die letzten Bilder sehen, die Giotto übermittelt hat, die Kamera von Giotto. Man möge uns nachsehen, dass die anderen Experimente hier an der Stelle nicht so wiedergegeben werden. Sie sind einfach nicht so
Telegen. Was hier jetzt als Farbklecks auf dem Bildschirm erscheint, das sind verschiedenartige Helligkeiten, Intensitäten. Und da ist doch schon das Ergebnis. Dr. Keller, wenige Minuten nach dem Ausfall der Kamera und nach der engen Begegnung wird er gleich die das letzte Bild vor der Presse vorstellen. Hier noch einmal die Erinnerung daran, wie es ausgesehen hat. Die Journalisten waren ebenso sprachlos und entsetzt wie auch die Wissenschaftler. Natürlich musste diese Pressekonferenz dort in Englisch stattfinden. Herr Keller erläutert hier, dass man oder was man alles sehen konnte. Aber das haben wir gleich bei uns im Studio noch wesentlich besser. We went as far as we could. We tracked the nucleus completely through till we were hit. Till we were hit, bis dass wir getroffen wurden. Ja, an Dr. Keller nun die Frage. Wir haben hier ja noch von der letzten Sendung das Ingenieurmodell der Kamera. Was ist hier nun eigentlich zugestoßen? Weiß man das eigentlich genau? Ganz genau wissen wir es natürlich nicht, aber wir vermuten, dass die Kamera von einem Staubpartikel getroffen worden ist, von einem größeren Staubpartikel. Wir sehen ja, dass ein großer Teil der Kamera aus der Raumsonde herausragt, ungeschützt ist von dem Staubschild. Wir können das nochmal eben an dem, unserem Satelliten, an unserem Raumsondenmodell ansehen. Genau, das ist der Teil, der außen ist und also natürlich getroffen werden kann von Staubpartikeln. Und deswegen war die Wahrscheinlichkeit von vornherein ziemlich groß, dass wir getroffen werden, zumal ja der die Sonnenblende auch gedreht ist und dann quer zur anströmenden anströmenden Staubpartikel gerichtet ist. Mhm. Sodass also diese ursprüngliche Absicht, den Kometen dem Kometen zu folgen im Vorbeiflug, sich nicht hat realisieren lassen. Wann ist die Sonde wieder eingefangen worden? Die Sonde ist nie ganz verloren gegangen. Die hat einen großen Nutationswinkel bekommen von fast 2 Grad. Ins Strudeln geraten und ist ungefähr 20 Minuten später wieder ganz unter Kontrolle gewesen. Nun wollen wir uns ansehen, wie die Kamera gearbeitet hat, als sie noch arbeitete. Es gibt dazu einen Trickfilm, der auch zeigt, wie diese Kamera selbst ihr Objekt sucht. Ja, wir sehen, dass das Gesichtsfeld einen Ring am Himmel absucht. Und den Ring muss es so legen, dass der Ring über das Objekt, nämlich den Kometenkern, hinweggeht. Und dann muss die Kamera im richtigen Augenblick auslösen, um den Kometen zu beobachten. Sie kann nicht die ganze Zeit auf den Kometen gerichtet werden, wie bei normalen dreiachsstabilisierten Raumsonden. Es sind aber nun Bilder gemacht worden und wenn auch die ersten Aufnahmen, also das normale Fernsehpublikum, etwas enttäuscht haben, inzwischen gibt es weiterentwickelte, weitergerechnete Bilder. Herr Dr. Keller, was kann man auf Ihnen sehen? Wir können hier auf diesem Bild den Kern als Schattenriss sozusagen ganz deutlich sehen. Das ist dieses Gebilde hier, diese dunkle Stelle, erreicht mit Sicherheit bis zu diesen hellen Flecken, die Staubemissionen darstellen, gerichtete Strahlen von Staubemissionen hier starke Aktivität darstellen. Und die Größe des Kerns ist wahrscheinlich in ungefähr dieser Ausdehnung hier. Wir sehen diesen dunklen Kern, der von der Sonne von dieser Seite hier beleuchtet wird. Und das im Gegenlicht, so. Fast im Gegenlicht, wie ein ganz kleiner zunehmender Mond zu sehen ist, eine ganz kleine Sichel nur und das andere ist schwarz. Wir sehen diese schwarze Oberfläche oder die unbeleuchtete Oberfläche gegen den beleuchteten, helleren Hintergrund, wo der Staub reflektiert. Wie groß ist der Kern? Er ist um vieles größer, als man ursprünglich angenommen hat. Ja? Das ist richtig. Die Dimension von hier nach hier ist ungefähr 15 Kilometer. Das ist also ein Faktor 3 fast größer, als wir vor dieser Mission angenommen haben. Was sehen wir nun auf dem zweiten Bild? Die etwas, wie haben Sie mal gesagt, erdnussähnliche, kartoffelähnliche, bananenähnliche Form. Es sind also noch Angebote, werden noch entgegengenommen für die Form. Was ist hier nun, das ist ja ein Randsprung in der Zeit und in der Entfernung. Das ist praktisch ein gewisser Ausschnitt aus diesem Bild, weil wir jetzt näher dran sind. Und Sie haben es schon angedeutet, die genaue Gestalt des Kernes können wir natürlich nicht feststellen, wenn wir nur von einer Seite schauen, wie wir es gemacht haben, weil wir eben nicht um den Kern herumgeflogen sind. Aber hier kann man wieder deutlich erkennen, dass die gleiche Gestalt erkennen. Und wir sehen jetzt hier noch deutliche verschiedene Strahlen, die hier abgehen. Mhm.
die Aktivität, die Staubproduktion des Kernes ist ganz stark lokalisiert auf bestimmte Punkte. Der Rest der Kernoberfläche ist relativ inaktiv und das ist eine ganz neue Erkenntnis auch. Das ist schon vermutet worden, aber wir wussten nicht, wie das Verhältnis von aktiven Flächen zu inaktiven Flächen ist. Und, er ist also nicht ganz hell, danach auch nicht ganz mit Eis überzogen, wie zunächst angenommen. Es ist überraschend dunkel gewesen für Sie. Sie hatten fast Probleme mit Ihrer Kamera. Das ist richtig. Der Staub und die Kernoberfläche selbst ist außerordentlich dunkel. Die sind so schwarz wie schwarze Kohle oder noch schwärzer. Die sind eines der schwärzesten Objekte, die man überhaupt bisher beobachtet hat im interplanetaren Raum. Und deswegen auch sehr schwer, nur mit langen Belichtungszeiten normalerweise aufzunehmen. Nun, wir wissen jetzt Größe, Form, ungefähre Zusammensetzung, aber wie genau es im Inneren aussieht, das wissen natürlich sehr viel besser diejenigen Wissenschaftler, die den Staub des Kometen, der Koma, analysiert haben, der dann der Kamera zum Verhängnis wurde. Ich darf bitten, Kollege Hahn, dass Sie dazu Professor Fechtig befragen. Ja, das Ansehen des Kometenkerns reicht natürlich nicht aus, um etwas über seine Zusammensetzung zu erfahren. Das war ja ein wesentliches Ziel davon, von der Giotto-Mission. Und dazu gehören die Experimente, die eben die Materie, die vom Kometen ausströmt, untersuchen sollten. Professor Fechtig vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. Aus Ihrem Institut stammen zwei der Experimente. Eins sehen wir hier. Was muss man sich unter einer solchen schwarzen Box vorstellen? Wie funktioniert das? Was wurde damit gemessen? Ja, also dieses ist das Experiment, das dazu entwickelt wurde, die Zusammensetzung von diesen Staubpartikeln zu messen. Die Staubpartikel kommen ja, die ganze Sonde bewegt sich ja, so wie sie dargestellt ist, gewissermaßen nach unten. Die kommen also hier rein in diese Öffnung und ungefähr auf dieser Höhe befindet sich eine Metallplatte, entweder Silber oder Platin. Und die Staubteilchen treffen also mit einer Geschwindigkeit von diesen 69 Kilometer pro Sekunde auf diese Platte auf. Das Ganze können wir uns mal in einem Trickfilm ansehen. Wir haben auch dazu nämlich die Möglichkeit genutzt, das einmal darzustellen. Zunächst hier die Sonde in ihrer Struktur. Man erkennt sehr schön den Aufbau, unten die Antenne, der zylindrische Sondenkörper und oben das Schutzschild, das hier einmal hingelegt wird, ausprobiert wird, was ja zunächst einmal die Sonde vor dem Aufprall von Staubteilchen schützen sollte. Auch damit konnte man Experimente machen. Ja, auch da haben wir ein Teilexperiment beigetragen für dieses Experiment auf dem Schild. Hier sieht man, da werden kleine Kügelchen fallen gelassen und man hört sie aufschlagen. Was war das für ein Experiment? Ja, das war also das eine Experiment, welches eben durch die Übertragung des mechanischen Impulses auf das Schutzschild diesen mechanischen Impuls mit Hilfe von speziell entwickelten Mikrofondetektoren nachweisen kann. Und da sehen wir in einer Zeitrafferaufnahme gewissermaßen, wie dieser Schutzschild wirksam sein sollte. Die Teilchen wurden von der ersten Platte praktisch zertrümmert, wenn ich das richtig sehe. Und dieses ist also ein Teilchen, das ist also jetzt schon etwas größer, schätzungsweise vielleicht 100 μ, das ist ein Zehntel Millimeter oder größer. Diese Teilchen sind imstande, dieses erste Schutzschild zu durchschlagen, völlig zu durchschlagen. Aber wie man an diesem Bild sieht, wird dieses Teilchen beim Durchschlagen dieses Schutzschildes selbst zerstört in viele, viele kleinere Teilchen. Und diese kleineren Teilchen werden dann auf dem zweiten Schutzschild dann völlig aufgefangen, sodass also die Experimente, die sich ja alle wenigstens, was ihre empfindlichen Teile betrifft, unterhalb der Schutzschilde sich angebracht sind, dann geschützt sind. Hier haben wir jetzt nochmal einen Blick in den Empfangsraum für die Messdaten. Der Blick auf, ja, über die Schulter von Dr. Kissel, der eines der Experimente, nämlich hier die PIA, entwickelt hat. Dieses Particle Impact Analyzer. Und da haben wir die Funktionsweise nochmal, die Sie eben schon mal anrissen. Was passiert da? Da kommt also das Teilchen von unten rauf. Sie sehen, es ist jetzt gerade eingeschlagen. Und bei diesem Einschlagsprozess wird das Teilchen völlig verdampft. Ein Teil
dieses Dampfes ist aber in Form von geladenen Teilchen, also Ionen. Diese Ionen werden dann in dieses Rohr hinein beschleunigt. Sie haben gesehen, links unten werden diese Ionen umgelenkt, also an diesem Modell entsprechend, und kommen dann auf diesen sogenannten Detektor. Der Sinn dieser Umlenkung besteht darin, dass man diese Teilchen, wobei eben die leichten Teilchen, also die leichten Atome oder Moleküle, schneller sind als die schweren, bei diesem Umlenkvorgang so stark zeitlich auseinandergezogen werden, dass wir hinten ein sogenanntes Massenspektrum aufnehmen können. Das heißt, die leichten Teilchen kommen zuerst und die schweren später. Allerdings, wenn ich also zeitlich gedehnt sage, dann heißt es immer noch, dass es also sehr, sehr schnell vor sich geht. Nicht? Sie filtern also gewissermaßen die Teilchen entsprechend ihrer Masse. Wir können uns jetzt ruhig auch mal was setzen, haben die Kollegen eben auch getan. Wir wollen uns ja noch ein bisschen mehr darüber unterhalten, was dabei rausgekommen ist. Wie können Sie denn oder lassen sich schon erste Ergebnisse aus diesem Spektrum, aus den Daten herauslesen? Sind das mehr schwere Teilchen, mehr leichte Atome, die da aufgeschlagen sind? Zunächst hat man natürlich gewisse Vorstellungen. Diese Vorstellungen sind die, dass eine gewisse Meteoritensorte, nämlich die sogenannten kohligen Meteorite, mögliche Kandidaten sind für einen kometaren Ursprung. Das heißt, die Teilchen, die bei uns auf der Erde runterregnen, die man so landläufig als Sternschnuppe bezeichnet, die dann auch bis zu uns runterkommen, sind Bruchstücke von Kometen? Ja, also das sind Bruchstücke sogar von Kometen, das weiß man ganz genau. Aber die größeren Brocken, die als Meteorite runterfallen, sind die meisten ganz sicher aus dem sogenannten Asteroidengürtel. Also haben mit Kometen zunächst nichts zu tun, aber eine Klasse könnte von Kometen stammen. Allerdings, und die wissen wir natürlich, wie die zusammengesetzt sind, denn auch diese Klasse wurde wie die anderen im Laboratorium untersucht. Und dort sollte man also relativ viel Silikate finden und sicherlich auch etwas Leichte. Ja. Ja. Und zu unserer, ich möchte nicht sagen Überraschung, aber wir haben auch die anderen Alternativen natürlich ins Auge gesehen, sind wohl die meisten Teilchen doch etwas anders als die wir vielleicht von diesen Meteoriten erwarten. Die sind nämlich typischerweise, haben die einen wesentlich höheren Anteil an leichten Elementen im Vergleich zu dem, was wir aus dem Laboratorium von dieser Meteoritensorte, den kohligen Meteoriten, kennen. Ja. Und man könnte vielleicht sogar so weit gehen anzunehmen, obwohl das also bei diesem Experiment wegen den hohen Relativgeschwindigkeiten angebracht ist, festzustellen, dass man möglicherweise sogar organische Verbindungen, wobei ich aber jetzt sagen muss, dass es natürlich nicht unbedingt Lebenskeime sind, sondern eben kohlenstofforganische Verbindungen handeln könnte. Und ich bin deshalb so vorsichtig, weil durch diesen hohen Einschlagsgeschwindigkeit solche komplexeren Moleküle teilweise zerstört werden und wir entweder nur die atomaren Bestandteile sehen oder eben die doch recht leichten, komplexe Radikale, wie sie genannt werden, aber die liegen also auch alle bei relativ leichten Massen, also es sind leichte Elemente, also Atome oder Moleküle, und da dieses sehen wir eben. Kann ich mal vielleicht noch mal kurz herübernehmen, ist es möglich, aus der Gestalt und Einzelheiten, die Sie beobachtet haben, da vielleicht helfend einzugreifen? Es gibt ja die Theorie, dass dieser sehr, sehr geringe Licht, das vom Kern ausgeht, möglicherweise auch auf organisches Material hindeutet. Ist das korrekt oder? Auf jeden Fall deutet es darauf hin, dass wir Kohlenstoff in größeren Mengen beigemengt haben. Kohlenstoff bewirkt sehr geringe Reflexion normalerweise, auch von Eis nämlich. Und in dem Sinne kann man das bestätigen. Wie sind die Massen nun verteilt? Sind sie homogen verteilt? Also stimmt die schmutzige Schneeballtheorie oder ist es doch nicht so alles durcheinander verrührt, sondern gibt es getrennte Bereiche? Ich glaube, aus den Beobachtungen, die wir jetzt gemacht haben, und aus der Tatsache, dass die Kernoberfläche doch sehr dunkel ist, kann man festschließen, dass auf der Kernoberfläche das Eis nicht gleichmäßig verteilt sein kann, weil sonst würde viel mehr Staub und Gas produziert werden, weil der Kern ja viel größer ist, als wir angenommen haben. Deswegen müssen größere Teile der Kernoberfläche inaktiv sein. Das heißt, sie können nicht mit Staub bedeckt werden, weil auch ein dunkler Kern besonders warm wird. Und die Aktivität
muss lokalisiert sein. Entweder gibt es Stellen, wo das Eis an der Oberfläche tritt, oder aber die gesamte Oberfläche oder die größten Teile der Oberfläche sind bedeckt, gleichförmig bedeckt mit einem Mantel oder einer Matrix von dunklen Staubteilchen oder von Steinteilchen. Versteht man denn eigentlich inzwischen diesen Mechanismus, auf welche Weise nun die offensichtlich innen drin liegenden Eisschichten erwärmt und dann zu diesem Rückstoßeffekt angeregt werden? Es gibt einige Hypothesen, wie das vor sich gehen könnte, und einige Beispielrechnungen. Die Details kennt man nicht, und ich glaube, dass unsere Bilder, die wir mit höherer Auflösung, noch mit wesentlich höherer Auflösung gemacht haben, als die Bilder, die wir vorhin gezeigt haben, uns Hinweise darauf geben werden, wie diese Staubstrahlen zustande kommen. Aber die Auswertung wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die nimmt noch eine Menge Zeit in Anspruch, weil das auch sehr schwierig ist, aus den Bildern, die ja sehr geringen Kontrast zeigen, weil wir sehr viel Staub in der Umgebung haben, die Strukturen im Einzelnen rauszunehmen. Aber wir haben Bilder, die ganz klar Strukturen auf der Oberfläche zeigen, und die werden erlauben, da einige Schlüsse zu ziehen. Dann möchte ich wieder zurückgeben an Michael Hahn, und zwar noch vielleicht noch mit einer Frage verbunden. Gibt es irgendwelche Auskünfte über die Herkunft der Kometen? Kommen sie also nun von so weit weg im Raum und in der Zeit, wie angenommen wird? Also Stichwort Oortsche Wolke. Ja, ich wollte gerade fragen, es heißt ja immer, dass die Kometen so etwas wie die Überreste der Urmaterie, aus der das Sonnensystem entstanden ist, in konservierter Form erhalten haben. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn der Komet Halley alle 76 Jahre die Sonne umrundet und dabei ständig Materie verliert? Der kann das doch nicht schon seit 4,5 Milliarden Jahren tun. Wo kommt der her? Das ist eben seit Herr Oort Anfang der 50er Jahre aufgrund von nur 17 Bahnbeobachtungen die kühne These aufgestellt hat, dass die meisten der Kometen eben aus dieser Oortschen Wolke kommen, die ja doch nun 40 bis 50.000 Mal so weit von der Sonne weg ist wie unsere Erde, dass die ursprünglich dort vorhanden waren und gleichzeitig mit unserem Planetensystem und Sonnensystem dort entstanden sind. Und dort sind sie natürlich, weil es eben naturgemäß sehr kalt ist, als bloße Kerne vorhanden. Und man kann sagen, sie befinden sich im Tiefkühlschrank des Sonnensystems. Und Sie wissen ja vom täglichen Leben schon, dass man im Tiefkühlschrank natürlich geht wenig Chemie vonstatten, sodass wir eine Materie, die man also ganz zu Anfang in diesem Tiefkühlschrank bekommen hat, natürlich sich kaum verändert. Und das ist natürlich die Grundlage dafür, dass man sagt, wir haben es mit der Urmaterie zu tun, aus dem unser Sonnensystem entstanden ist. Nun waren die Anfang der 50er Jahre für die Kometenforschung auch noch in einer anderen Hinsicht interessant. Da wurde nicht nur die Oortsche Wolke entwickelt, sondern da hat auch Fred Whipple das Modell des schmutzigen Schneeballs konstruiert als Modell für den Kometenkern. Mit ihm habe ich gestern in Darmstadt noch reden können. Ich habe ihn gefragt, was er denn dabei gefühlt habe, als er den Kometenkern auf den Fotos von Giotto sehen konnte. Und Herr Whipple hat gesagt, er hätte die Bilder mit großem Interesse verfolgt und hätte sich sehr darüber gefreut. Ich fragte ihn dann weiter, warum er eigentlich auf die Idee gekommen ist, dieses Modell vom schmutzigen Schneeball zu entwickeln, nachdem man zuvor eigentlich mehr geglaubt hatte, es würde sich um eine fliegende Sandbank handeln, also um einzelne Sandkörner, die mit Eis überkrustet waren. Die Antwort von Herrn Whipple, er hätte aus anderen Beobachtungen gelernt, dass eben die Kometen doch über sehr viele Millionen Jahre hinweg immer wieder Eis verlieren, Gas ausstoßen und von daher eigentlich in dieser kleinen Zusammensetzung eisüberkrustete Staubkörner gar nicht genug Eis hätten haben können, um so lange überleben zu können. Das heißt also, es muss irgendwo mehr Eis vorhanden gewesen sein, eben etwa in der Form eines großen Körpers, der von Sandteilchen durchsetzt, von Staubteilchen durchsetzt war. And now the last question. Etwas bedauerlich mag es für ihn gewesen sein, fragte ich,
weiterhin davon Kenntnis nehmen zu müssen, dass nur zwei sowjetische, zwei japanische und eine europäische Raumsonde den Kometen Halley erforscht hatte, nicht aber eine amerikanische Raumsonde? I am sorry that there is not one, not a United States spacecraft, but I do congratulate the European Space Agency. Natürlich war er darüber betrübt und er hatte sich auch sehr für ein amerikanisches Raumsondenprojekt zum Kometen Halley engagiert. Entsprechend ist seine Hoffnung, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft in die Kometenforschung wieder mit einsteigen können, etwas aktiver als bislang. Und er schildert, dass es da ein neues Projekt gibt, das in eine Umlaufbahn um einen Kometen einschwenken sollen. Dabei sind wir schon bei der Zukunft an diesem Projekt. So glaube ich, Herr Professor Fechtig, wird auch die Bundesrepublik wieder beteiligt sein. Ja, die Zukunft hat in dem Sinn schon begonnen. Wir hatten vor einigen Monaten schon Experimentvorschläge bei der NASA eingereicht. Und die NASA und in Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland ist also dabei, diese Vorschläge zu untersuchen. Und wir sind natürlich sehr gespannt, denn eine sogenannte Rendezvous-Mission, die also für 2,5 Jahre lang mit dem Komet mitfliegen will und aus unmittelbarer Nähe diese ganzen Vorgänge studieren will, ist natürlich ein wesentlicher Fortschritt gegenüber einer Momentaufnahme, wie wir es jetzt bei dem Halley-Durchflug erlebt haben. Zweifellos werden wir viele Fragen beantworten können und ganz zweifellos werden neue Fragen entstehen, die man dann mit einer Rendezvous-Mission sehr viel stärker und tiefer beantworten kann. Haben Sie schon einen Kandidaten? Denn also auf Halley wollen wir ja nicht noch mal warten. Nein, es gibt Kandidaten. Das Dilemma liegt darin, dass man nicht weiß, wann die Mission beginnen kann. Es war ja schon eine Hoffnung, dass sie am nächsten Oktober beginnen könnte, dann wäre es der Komet Wild gewesen. Dadurch, dass die NASA jetzt mindestens ein Jahr lang länger warten muss, wird es möglicherweise der Komet Tempel 2 sein. Das sind also alles Kometen, die im Vergleich zum Halley normalerweise nicht so hell sind. Die kommen auch nicht so nahe an die Sonne ran. Aber das ist in dem Fall erwünscht, denn man will ja mit einem solchen Raumflugkörper, wo die Geschwindigkeit zwischen den gefährlichen Staubteilchen beispielsweise und natürlich auch von den Gasen mit dem Raumfahrzeug ungefähr gleich null ist, will man ja ganz nah rankommen. Und die relative Geschwindigkeit der Teilchen gegenüber dem Kern ist nicht groß? Es ist nicht groß, nicht? Nur die Abstrahlgeschwindigkeiten. Herr Dr. Keller, das heißt also zweite Kamera oder für mich den nächsten Typ Kamera, diesmal etwas lichtempfindlicher, kürzere Brennweite oder wie ist es dann Ihre Perspektive? Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, wieder eine neue Kamera einzusetzen und da wird auch eine neue Kamera eingesetzt, aber sie wird von unseren amerikanischen Kollegen eingesetzt werden, vom Jet Propulsion Laboratory, die große Erfahrung mit Kameras in den Dreiachsen stabilisierten Raumsonden haben. Und das ist letztlich auch eine Frage des Geldes, was man investieren will, vielleicht auch auf unserer Seite, um wer sich jetzt um die Kamera bemühen kann. Kollege Hahn, meine Frage von Kollege zu Kollege. Das Unternehmen hat 350 Millionen D-Mark gekostet. Was meinen Sie, war es das wert? Das ist sicherlich eine Frage, die an die Wissenschaftler eher zu richten wäre als an mich. Sie wissen, ich bin da etwas einseitig vielleicht pro. Aber ich glaube schon, dass dieses Geld sinnvoll angelegt worden ist. Man hat erstens ja zeigen können, dass die europäische Technik sehr weit entwickelt ist auf dem Sektor der Raumfahrt, was sicherlich ganz wichtig ist, wenn man einmal in Zukunft mit Amerikanern kooperieren will. Man hat darüber hinaus, so würde ich es einschätzen, auch eine ganze Reihe von Informationen sammeln können. Das wird die nächste Zukunft zeigen, die eben nicht nur sich mit dem Kometen beschäftigt, sondern auch mit der Grundlagenforschung aus dem Bereich der Plasmaphysik. Das ist ja noch gar nicht so richtig angeklungen heute Abend, was man damit alles anstellen kann, wenn man besser versteht, wie sich beispielsweise heiße Gase verhalten, wenn man sie durch Magnetfelder einschließen will. Damit ist das Stichwort schon fast genannt, Kernfusion. Wenn man
besser versteht, wie das Plasma in den Griff zu kriegen ist, dann denke ich, kann man noch irgendwann... Gibt es denn da noch Verständnisschwierigkeiten, Professor Fechtig? Also ich meine, kann man da wirklich aus dem Weltraum zu den Erkenntnissen, denen wir mit diesen Einschlussversuchen hier auf der Erde gewonnen haben, zusätzliche Informationen gewinnen, bloß weil es draußen ist? Ja, ich glaube ganz sicher, denn die ganze Problematik dieser dynamischen Prozesse, die sich da abspielen, ist natürlich noch lange nicht erforscht. Und vielleicht kann man da gerade darauf verweisen, dass wir ja seit einiger Zeit ein Langzeitprogramm bei der ESA entwickelt haben, wo insbesondere vier große Raumvorhaben definiert wurden. Und das erste befasst sich ja gerade das sogenannte solarterrestrische Cornerstone oder Eckstein, wenn Sie so wollen, wo es sich also um plasmaphysikalische Prozesse in erster Linie handelt, also weniger jetzt natürlich mit dem Kometen, aber grundsätzlich über die Plasmaphysik, nicht? Und wenn ich dann wieder zum Kometen kommen darf, ein weiterer Eckstein, der dritte hoffentlich, der hat also zum Ziel, wieder zu einem Kometen zu fliegen, zusammen mit den Amerikanern oder sollte neutral sein mit einer anderen Space Agency, wobei natürlich vielleicht auch die Russen mal in Frage kommen, wer weiß. Sie haben jetzt schon auch bei Vega-Experimente mit an Bord gehabt. Ja, ja, wir haben da mit den Franzosen kooperiert. Das war etwas schwierig, das war nicht so ganz direkt möglich. Aber wir hoffen, dass wir natürlich in Zukunft Möglichkeiten bekommen werden. Und bei diesem dritten Eckstein will man also jetzt, und das ist natürlich noch ein weiterer Schritt weiter, will man tatsächlich auf einem Kometen landen oder so nahe kommen dem Kern, dass man Bohrproben entnehmen kann und diese Bohrproben in einem Tiefkühlschrank, den man jetzt also mitbringt, nicht etwa aus der Ortschen Wolke hat, dann diese Proben zur Erde bringt, wo man natürlich dann die wichtigen und sehr umfangreichen Detailuntersuchungen vornehmen kann. Sie wissen ja, dass durch die Untersuchung der Mondproben und vielleicht gibt es auch mal Proben von Mars, da ein sehr interessantes und weitgehendes Know-how inzwischen sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa aufgebaut wurde. Diese Mission ist dann schon zum Beginn des nächsten Jahrtausends vorgesehen und wir sind also sehr hoffnungsvoll. Noch eine letzte Frage. Es gibt ja viele Spekulationen, was denn in der Oortschen Wolke die Kometen dann so durcheinander bringt, dass sie auf die Erde und ins Sonnensystem stürzen. Gibt es eine Periodizität? Gibt es vielleicht einen zweiten Begleiter der Sonne? Ist das Fantasie oder ist das, sagen wir, zumindest Science Fiction? Was meinen Sie? Ich glaube, das ist sehr schwer zu beantworten und wirklich definitive Hinweise gibt es meines Erachtens nicht. Und ich glaube, dass der Einfluss doch sehr stark von den Sternen, vorbeifliegenden Sternen hervorgerufen wird oder auch von Molekülen. Also wir brauchen uns da keine zweite Sonne vorzustellen. Keine zweite Sonne, keinen unsichtbaren Begleiter notwendigerweise. Gut. Obwohl es immer wieder die Hypothesen gibt. Ja, vielen Dank, Professor Fechtig, Dr. Keller, Herr Michael Hahn. Wir sind dem Kometen Halley und damit den Kometen überhaupt und möglicherweise den Anfängen unseres Sonnensystems so nahe gekommen, wie wir konnten. Vielleicht ergeben die nächsten Exkursionen noch weitere und noch bessere Informationen. Guten Abend.